Vor über 23 Jahren hat VW den Charan auf die Straßen gebracht. Seit 2010 gibt es die zweite Generation, die 2015 ein Facelift erhalten hat. Das hier ist praktisch ein Blick in die Vergangenheit. Das ist ein Dinosaurier und er ist vom Aussterben bedroht, der VW Charan. Denn kein Mensch mehr kauft in Deutschland einen Van, alle kaufen SUVs. Peugeot und Citroën haben deswegen ihre Vans schon aus dem Programm genommen und Renault und Ford verkaufen nur noch sehr wenige Galaxy oder Espace in Deutschland. Aber der VW Charan ist immer noch auf dem Markt, da will ich natürlich wissen, warum. Aktuell bietet VW für den Charan je einen Vierzylinder-Benziner und einen Diesel an. Beide leisten 110 kW und erfüllen die Euro 6 Abgasnorm. Wir testen den Diesel in der höchsten Ausstattungslinie Highline. In gemütlichen 10,3 Sekunden beschleunigt der Van-Dinosaurier von 0 auf 100 und schafft auch die 200 km/h, wenn es von ihm verlangt wird. Geschaltet wird unser Modell über ein manuelles Sechsganggetriebe. Für beide Kraftstofftypen ist aber auch ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich. Wer in das Volkswagen-Regal schaut, sieht viel Konkurrenz im eigenen Haus. Der kleinere Touran ist sehr beliebt und der etwas größere VW-Bus, also der Transporter, ist sogar etwas günstiger. Aber der VW Charan schafft etwas, was die anderen beiden nicht können. Er kombiniert nämlich Nutzfahrzeuggröße mit PKW-Komfort. Auf 4,85 Meter Länge bietet der Charan eine ganze Menge Platz. Elektrische Schiebetüren ermöglichen den Einstieg auf die hintere Sitzreihe, ohne dass die hinteren Türen versehentlich andere Fahrzeuge beschädigen. Innen grüßt wieder der Dinosaurier in Form eines Cockpits, das schon einige Jährchen auf dem Buckel hat. Geschätzt wird der Charan für andere Tugenden wie Flexibilität bei Sitzen und Platz. Wenn die Passagiere in der zweiten Sitzreihe ein paar Zentimeter nach vorne rutschen, dann passen in den Charan ohne weiteres 6, mit kleinen Kompromissen sogar 7 Menschen. Allerdings müssen die Insassen in der hintersten Reihe klettern und das ist trotz der großen Schiebetüren beschwerlich. Es setzt schon eine gewisse Wendigkeit voraus, es bis in die letzte Reihe zu schaffen. Kleine Passagiere wieseln sich leichter nach hinten durch. Je länger also die Beine, umso größer die Chance, einen der vorderen Plätze zu erwischen. Grundsätze des gelebten Familienalltags. Auch ein Dinosaurier muss mit der Zeit gehen. Und so hat VW auch dem guten alten Familienvan neue Assistenzsysteme spendiert. Bis auf die Einparkhilfe, die bei den höheren Ausstattungen zur Serie gehört, kosten alle anderen leider extra. Mit rund 2.500 Euro am teuersten in Deutschland ist das Fahrassistenzpaket Plus, das viele sinnvolle Assistenten bündelt und auch eine City-Notbremsfunktion beinhaltet. Der Charan fährt sich wie ein PKW, das ist kein Wunder, denn er ist ja auch einer. Denn die Basis ist der Vorgänger des aktuellen Passat. Darauf sitzt eine geräumige Karosserie. In den Kofferraum passen bei komplett umgelegten Sitzen 2300 Liter. Beim Einsatz als Fünfsitzer sind es immer noch 1200 Liter. Und sogar bei der Verwendung als Siebensitzer sind es immer noch 375 Liter. Die hinteren 5 Einzelsitze umzulegen und einen ebenen Ladeboden entstehen zu lassen, ist ein Kinderspiel. Die Technik ist seit Jahren bewährt, nichts klemmt oder verkantet. In Sachen Nutzwert macht dem Charan so schnell keiner was vor. Außen ist der Charan so groß wie ein Mittelklassewagen, innen hat er fast so viel Platz wie ein VW-Bus. Denn er verschwendet keinen Raum für die Bodenfreiheit, er ist ja ein Familienwagen und da zählt jeder nützliche Zentimeter. Allerdings gibt es dadurch auch nicht die höhere Sitzposition, die viele Menschen beim SUV schätzen. Aber nichtsdestotrotz entscheiden sich pro Jahr in Deutschland mehr als 30.000 Menschen für einen Charan. Aktuell erfüllen die für den Charan angebotenen Aggregate nur die Euro 6 Abgasnorm. Hier sollte VW mal schnell modernere Motoren aus dem Regal ziehen und verbauen, damit der liebgewonnene Dinosaurier seinen Fans noch lange erhalten bleiben kann.